Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, das bin nicht mal mehr ich gewohnt, wie sollt ihr das gewohnt sein? Pato mit dem vierten oder fünften Upload in einer Woche. So kann es weitergehen und ich hoffe, den einen oder anderen Hasen von euch da draußen gefällt das und feiert das. Daumen nach oben. Schon mal dafür. Ich halte das Intro so kurz es geht. Ich habe jetzt das erste Mal in FIFA 21 gegen einen E-Sportler gespielt, gegen einen deutschen E-Sport. Er spielt beim FC Augsburg. Das ist der Bruder von Yannick vom VBL-Meister, nämlich gegen den Philipp. Grüße an dich, Philipp. Grüße auch an Augsburgs E-Sports. Hier ist sein Twitter. Ich habe auch gerade gesehen, die sind dritter Platz in der VBL. Richtig, richtig stark. Und Leute, das waren echt epische Spiele an alle, die auf Twitch am Start waren. Die haben das wirklich gefühlt. Ich habe es auch mega, mega gefühlt. Es war einfach ein offener Schlagabtausch, aber schaut euch das einfach selbst an. Und ich hoffe, wir schaffen das erste Mal seit langem wieder irgendwie 100 Daumen nach oben oder aufwärts. Würde mich sehr, sehr freuen. Die 6000 Follower auf Twitch haben wir auch bald geknackt. Fehlen nur noch 85 Leute. Ihr seid geil. Also Leute, wir sehen uns heute später noch auf Twitch im Livestream. Wir spielen die restlichen Spiele. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, Bella. Grüße zurück, Scham-Kreatur. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ronaldo Toti. Dann let's go. Komm, komm, komm. Ah, ich wusste nicht, dass der E-Sport. Nein, das ist ein E-Sport, Leute. Bitte nicht der Yannick. Bitte nicht der Yannick. Das ist ein E-Sportler. Ah. Schade. Okay. Ronaldo Toti muss ich extrem aufpassen, Leute. Ich sag noch, ich muss auf den aufpassen, Alter. Ich sag noch, ich muss aufpassen. Super. Oh mein Gott. Schade. Bitte, bitte. Ach, zwei. Boah, ich habe zwei so gute Chancen gehabt, Jets. Ach, ich muss Hände waschen. Ich muss Hände waschen. Let's go. Suarez war eigentlich mega stark, aber ich muss ihn auswechseln. Eklige Partie, aber ich muss sagen, es macht mir Spaß gegen ihn. Es macht mir echt Spaß gegen den. Es ist schwitzig, aber im Positiven. Er stellt sich nicht hinten rein oder sonstiges. Es macht wirklich Spaß gegen den. Du bist so ein Hund. Also nicht der Gegner, ich. Ja, und das ist das. Oh Gott, das kann nicht wahr sein, ey. Das zweite Mal, dass ich alleine vom Tor war, also vom Torhüter.
das ist so bitter. Aber bei mir, ja, ich glaube auch, dass Lupfer besser gewesen wäre. Aber ich hatte Angst, weil vorher habe ich beim leeren Tor auch einen Lupfer gemacht. Der Lupfer war zu leicht. Leider. Push immer weiter. Nice, dass der Chat auch pusht. Kuss geht raus, Chat. Huch, let's go. Was war das? Nein, Leute, ich fühle gerade, was ist das? Habe ich Glück gehabt, Chat. Ordentliches Glück sogar. Aber weiter konzentrieren, Chat. Ja. Viele Fehler gemacht, krankes Spiel. Auch wenn ich verliere, der Gegner ist sehr, sehr gut. Ich spiele die ganze Zeit mit offensiven Außenverteidiger. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Also Hernandez hat keine mehr. Bitte nicht. Nein. Ich muss aus meinen Möglichkeiten mehr machen, Leute. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, das ist Team of the Ronaldo, Leute. Team of the Ronaldo. Was war das von ihm? Katzenbeißer. Ich heule. So ein starkes Spiel von ihm auch. Das hat er auch beim ersten Elfmeter gemacht, links unten. Nein. Sehr schön gemacht. Oh mein Gott, ich wollte in die Mitte, Leute. Genau in die Mitte.
stark gespielt vom Gegner. GG, es hat so Spaß gemacht, ey. Es hat so Spaß gemacht gegen den Gegner. Gegen Yannick, sein Bruder. Ey, dieses letzte Tor, diese letzte Torchance, aber hey. Schade am Ende, stark, aber Chancen nicht genutzt. Es ist echt so. Philipp, genau. Danke, Waldes. War ein sehr, sehr starkes Spiel. Hat wirklich Spaß gemacht gegen ihn. Kuss geht raus, Philipp. War richtig, richtig nice. Packender Schlager, oder wie das heißt. Hast echt gut mitgehalten. Respekt. Vielen, vielen Dank. Ich habe einfach mit der 4-2-4 gespielt und das ganze Spiel mit offensiver Außenverteidiger. Ei. Und danke, Philipp, für dein Follow. Philipp, danke für das geile Spiel. Diese Niederlage, das ist für mich gar keine Niederlage. Das ist für mich so, das ist geil gewesen. Ja.